So, ich begrüße euch zu meinem ersten Video. Heute mache ich etwas Simples, das normal jeder kann, aber ich habe mir gedacht, ich zeige es euch trotzdem, nur mal so aus Lust und Laune, da meine Kinder es auch gern essen. Heute mache ich ganz normal Schnitzel mit Kartoffeln. Im Winter, wo wir jetzt gerade sind, wenn ihr Petersilkartoffeln machen wollt und ihr habt getrocknete Petersilie, ist es gut, wenn ihr in der Pfanne etwas Butter erhitzt, die getrocknete Petersilie in die Butter werft und dann erst die Kartoffeln reingibt, weil sich die Petersilie mit der Butter etwas vollsaugt und dann ist sie nicht ganz so trocken. Okay, dann fangen wir an. Wir schälen zuerst ganz normal die Kartoffeln und geben sie anschließend in einen Dampfdruckkochtopf, da sie in diesem sehr schnell gekocht sind und schön weiterverarbeitet werden können. Ich werde jetzt nur kurz die eine Kartoffel schälen und schneiden, dass ich euch zeige, wie ich das mache. Also ich schäle sie ganz normal, dann viertel ich sie und dann schneide ich mir so Würfelchen raus. Genau, das war's. Also da drin ist jetzt mal Wasser. Ins Wasser könnt ihr gut Salz geben. Und ich schäle die anderen Kartoffeln fertig, schneide sie und dann zeige ich es wieder. So, also hier die fertig geschnittenen Kartoffeln im Salzwasser, im Dampfdruckkochtopf. Ich mache jetzt nur noch zu, habe schon eingeschalten. Ich lasse ihn ganz normal hochkochen, also bis der Zapfen vom Topf hochgeht, also der rote hier, dann einfach den Herd ausschalten und einfach wieder den Zapfen reingehen lassen. Wenn man es sehr eilig hat beim Kochen, kann man auch kaltes Wasser am Schluss darüber schütten, dann geht der Zapfen schneller rein. Ich lasse ihn ganz normal reingehen, außer ich wäre auch unter Zeitdruck, weil meine Kinder schon großen Hunger hätten oder so, dann würde ich auch kaltes Wasser drüber geben, sonst einfach ganz normal runtergehen lassen, danach durch ein Sieb schütten und den Butter anschwenken, eben mit Petersilie oder ohne Petersilie, je nachdem wie ihr das wollt. Wichtig ist nur gesalzenes Wasser hernehmen, da sonst die Kartoffeln an Geschmack verlieren. Okay, dann machen wir nachher gleich weiter mit den Schnitzeln. So, bevor ich mit den Schnitzeln beginne, sie zu klopfen und zu panieren und natürlich auch zu würzen, nehme ich mir eine Schüssel, dann etwas Salz in die Schüssel. Ein bisschen Pfeffer, je nachdem wie viel ihr wollt, und ein bisschen geriebene Muskatnuss. Und das Ganze könnt ihr schon vermischen. Ich nehme es her für eben die Schnitzel zum Panieren. Und ich gebe sie mir jetzt extra separat in eine Schüssel, da es für die Hygiene auch wichtig ist, dass man jetzt nicht mit den Fleischfingern wieder in das Salz oder in den Muskatnuss oder in den Pfeffer fährt. Einfach um die Hygiene ein bisschen zu wahren. Also wie gesagt, ich richte mir das her und zum Schnitzelpan, also zum Klopfen, habe ich so einen Vakuumsack und gebe dann einfach die Schnitzel rein, eins nach dem anderen. Wer keinen Fleischklopfer hat, kann genauso gut einfach eine Pfanne nehmen und mit der kann man die Schnitzel auch wunderbar klopfen. Genau, und wenn die dann geklopft sind, also ein bisschen flach klopfen, dann kann man sie nachher eben ganz normal mit Salz, Pfeffer, Muskat eben würzen und panieren. Ich habe jetzt das erste geklopft, ich klopfe die anderen noch kurz fertig. Zeige ich euch jetzt nicht, weil ist eben im Prinzip genau dasselbe wie jetzt. Und beim Panieren und Würzen sehen wir uns dann gleich wieder. So, beginnen wir mit dem Panieren. Ich habe mir eben ein bisschen Mehl gerichtet und Paniermehl oder Semmelbrösel. Ich brauche ein Ei. Das schlage ich hier rein und zum Ei gebe ich ein bisschen Sahne. Das Ganze wird dann verquirlt. Man kann auch ruhig noch für die Würze eben Salz, Pfeffer und Muskat hinzugeben. Das nehme ich gleich von der Schüssel raus. Das Ganze dann einfach gut verquirlen.
Wenn es euch zu wenig wird, dann könnt ihr einfach ein Ei wieder zugeben, wieder ein bisschen Sahne. Ja, ich glaube, es reicht für mich mal, weil so viel mache ich nicht, es sind nur 5 Schnitzel. Genau. Jetzt hört man schon, gekocht habe, ist hochgekocht. Schalte ich aus, ziehe ihn ein bisschen zur Seite, lasse ihn stehen. Und jetzt beginne ich zum Panieren. Also ich nehme eben Salz, Muskat in die Finger und Pfeffer. Würze das Ganze gleich ein bisschen. Das mache ich gleich mit allen. Und von jeder Seite gut würzen. Genau, so. Dann schön durchs Mehl ziehen, dass auf jeder Seite eben die Schnitzel gut mit Mehl bedeckt ist. Bisschen abtropfen. Das Ganze wird dann durchs Ei gezogen. Von jeder Seite etwas abtropfen lassen. Rein in die Semmelbrösel. Nicht drücken, nicht klopfen, wirklich nur die Semmelbrösel schön darüber verteilen. Und ja, dann kann man sie schon rausbacken. Ich mache das Ganze noch fertig. Wenn ich alle paniert habe, dann zeige ich euch wieder, wie das weitergeht. So, jetzt sind wir soweit. Ich erhitze gerade mein Fett. Gut zum Schnitzel, also gutes Fett für Schnitzel ist entweder, ihr verwendet Butterschmalz oder Schweineschmalz oder ein warm gepresstes Öl. Ist ganz wichtig wegen dem Erhitzen, da man die wesentlich höher erhitzen kann und ja, ist beim Schnitzel doch recht wichtig. Ich erhitze eben gerade das Öl. Und wenn man schauen mag, ob schon passend ist so eine Temperatur, einfach ein bisschen Semmelbrösel reinstreuen. Wenn die richtig schön, nicht so wie jetzt, hochsteigen, dann kann man die Schnitzel reingeben. Auf jeder Seite schön goldbraun backen. Ich gebe sie anschließend noch kurz ins Backrohr, um sie im Warm zu halten. Das heißt eben bei nicht ganz 100 Grad kurz ins Backrohr legen, so dass man alles schön fertig machen kann, dass jeder ein warmes Essen hat. Wer nicht will, dass das Essen zu schnell am Teller kalt wird, kann auch die Teller, auf denen ihr anrichtet, eben kurz in den Ofen reinstellen, so dass sie warm sind. Dann bleibt das Essen auch länger warm am Teller. Gut, dann warten wir kurz. Jetzt fängt schon langsam an, ein bisschen müssen wir noch warten. So, ja, jetzt müssen wir soweit sein. Also vorsichtig beim Hineingeben, dass sie euch nicht brennt. Wichtig ist auch beim Umdrehen, wenn ihr eine Fleischgabel verwendet, die Schnitzel nicht anstechen, dass sie sich sonst mit dem Fett vollsaugen und dadurch der Geschmack auch ein wenig abgeschwächt wird oder einfach das Schnitzel nicht mehr so schmeckt, wie es schmecken soll. Ich sage, wir machen jetzt jede Seite goldbraun. Ich habe jetzt bei meinem Ofen ein bisschen zurückgedreht, da Induktion doch sehr gut funktioniert. Beim Umdrehen auch wieder aufpassen, dass eben die Finger nicht zu nah dran sind, da das Fett rausspritzen kann, wenn es umdreht, zu schnell oder irgendwie. Also wieder erhöhte Gefahr, dass es euch brennt, also gut aufpassen. Das dauert jetzt kurz. Ich hole mir dabei noch eine Fleischgabel zum Umdrehen. Ich nehme immer zwei Sachen her zum Drehen, was einfach schöner funktioniert. Ich könnte die Pfanne auch ein bisschen schwenken. Ganz leicht. Und auch so viel Fett verwenden, dass eben der Schnitzel
schwimmt. Also es muss schwimmen, weil sonst funktioniert das nicht. Dann wird die Kruste oder die Panade vom Schnitzel nicht so schön, wie sie eigentlich werden sollte. Ja, also jetzt kann man schon mal umdrehen. Ja, das fällt auseinander. So, dann machen wir die zweite Seite noch fertig. Und dann geben wir sie kurz in den Ofen. Und dann sind die Schnitzel auch schon fertig. Und ich zeige euch dann den fertigen Teller. Beziehungsweise ich zeige euch dann noch kurz, wie ich die Kartoffeln anbrate. So, wie davor schon gesagt, ich habe jetzt die Kartoffeln abgegossen durch ein Sieb. Zerlasse jetzt die Butter in der Pfanne. Und sobald die zerlassen ist, könnt ihr eben, wenn ihr es habt oder wollt, Petersilie hinzugeben und dann die Kartoffeln. Und ich gebe jetzt die Kartoffeln hinzu. Mal nicht alle, das reicht aber einmal. Und würze sie mit Salz, Pfeffer und Muskat genauso. Dann könnt ihr sie schön durchschwenken. Entweder lasst sie gleich so. Oder ihr schwenkt sie ein bisschen mehr an, sodass sie ein bisschen Farbe kriegen, je nachdem wie ihr es eben haben wollt. Ja, ich werde sie jetzt dann so lassen und zeige euch dann das fertige Teller. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin natürlich sehr interessiert an Sachen, die ihr auch sehen wollt. Also ihr könnt mir ruhig mal ein paar Ideen schreiben und ich werde versuchen, hin und wieder mal so eine Idee umzusetzen. Und wünsche euch guten Appetit.